2012 beginnen wir mit unserem Beitrag zu Boeing. 2012 hätte ein tolles Jahr sein können für den Flugzeugbauer Boeing. Man hat nämlich den Rivalen Airbus überflügelt bei den Verkäufen. Doch es gab auch Probleme, zum Beispiel eine wahre Pannenserie beim neuen Flaggschiff, den Dreamliner. Und heute gab es die Zahlen fürs abgelaufene Geschäftsjahr. Die gute Nachricht, die Zahlen von Boeing kommen ohne böse Überraschungen aus. Die schlechte Nachricht, die Kosten für die Pannenserie beim Dreamliner sind darin ja auch noch nicht enthalten. Und wie hoch diese überhaupt ausfallen werden, steht noch in den Sternen. Der Langstreckenflieger Boeing 787 ist wegen technischer Probleme zuletzt heftig in die Schlagzeilen geraten. Wegen Brandgefahr durch Lithium-Ionen-Batterien wurden Flugzeuge vom Typ Dreamliner erstmal aus dem Verkehr gezogen, bis die Ursachen geklärt bzw. behoben sind. Die Gesamtjahreszahlen im Überblick. Im abgelaufenen Jahr steigerte Boeing seinen Umsatz um 19% auf 81,7 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn ging um 3% auf 3,9 Milliarden Dollar zurück, lag damit aber über den Analystenerwartungen. Für die Zukunft zeigte sich der Flugzeugbauer optimistisch. Für 2013 peilt man weiter steigende Umsätze an. Dazu soll allerdings auch der Dreamliner beitragen und genau da sind aktuell noch ein paar Fragen offen. Denn je nachdem, wie lange die Ursachenforschung dauert, was am Ende dabei herauskommt und wie hoch die Schadenersatzforderungen der Airlines ausfallen, könnte es eventuell noch teuer werden für Boeing.